Die Corona-Pandemie hat uns zwar noch ein bisschen im Griff, aber wir alle haben Hoffnung, dass es jetzt zunehmend Öffnungen geben wird. Bund und Land sitzen gerade in diesen Tagen zusammen und ich erwarte klare Aussagen zu der Öffnungsperspektive. Ich hoffe sehr, dass wir eine klare Perspektive kriegen, die uns auch wieder Freude macht, im Frühjahr Baden-Baden zu erleben. Zur Unterstützung kann jeder von uns etwas tun. Beachtung der Corona-Regeln, die wird es nach wie vor geben. Und diejenigen, die noch nicht geimpft sind. Es gibt genug Impfangebote, sowohl in der Stadt als auch in den Stadtteilen vor Ort. Es gibt Impfangebote auch für Kinder und Jugendliche. Und es wird ab der Kalenderwoche 8 auch den neuen sogenannten Totimpfstoff der Firma Novavax geben. Wir haben die Situation in Baden-Baden, dass wir sowohl bei Schulen wie bei Kindertageseinrichtungen in der letzten Woche feststellen konnten, dass wir auf sehr hohem Niveau, aber jetzt keine weitere Zunahme der Inzidenzen haben. Sprich, bei den Testungen, die wöchentlich in den Schulen und Kitas laufen, konnten wir jetzt in der letzten Woche vom Ergebnis her, vom Gesamtergebnis feststellen, kein Ansteigen mehr bei den positiven Tests. Da müssen wir jetzt sicher ein bisschen innehalten, ob das wirklich stabil so bleibt oder gar zu einem Rückgang führt oder ob es eben nur vorübergehend jetzt in der letzten Woche so war. Ansonsten haben wir punktuell Schließungen im Kita-Bereich von einzelnen Gruppen über einige Tage. Wir haben aber keinen großen Ausbruch, dass wir sagen, wir haben einen Schwerpunkt irgendwo. Wir behandeln im Moment im Klinikum 52 Patienten, die an Covid erkrankt sind oder mit einer anderen Erkrankung, Covid-positiv, sich bei uns im Klinikum befinden. 4 davon schwer erkrankt auf der Intensivstation. Insgesamt sehen wir seit 10 bis 14 Tagen eine Stagnation unter einer hohen Belastung mit Patientenzahlen zwischen 50 und 60 Patienten täglich und hoffen jetzt sehr darauf, dass bei rückläufigen Inzidenzen in 2 bis 3 Wochen auch die Patientenzahlen bei uns im Klinikum rückläufig sein werden. Seit dem 22.01.2021 168.000 Impfungen in Baden-Baden durch die niedergelassenen Ärzte, durchs kommunale Impfzentrum im Kurhaus und jetzt auch durch die regionalen Impfstützpunkte hier in Baden-Baden. Aktuell geht die Buchungsnachfrage bundesweit, landesweit und auch hier in Baden-Baden extrem zurück. Der neue Impfstoff Nuvaxovid kommt vermutlich in der KW8 nach Baden-Baden, wird dort vorerst mal den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen den Betroffenen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zur Verfügung gestellt.